YouTube. Schlafenszeit, denn wir spielen heute gemeinsam endlich das lang ersehnte Kapitel 3 von Poppy Playtime. Tiefschlaf. Nach dem Zugunglück bist du nun in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor Augen. Was das ist, ich weiß es nicht, aber hier drüben ist eine sehr böse aussehende Katze, die sagt, nein, 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 kleine Kinder müssen jetzt ins Bett, aber wir weigern uns. Poppy Playtime, auf jeden Fall der Platzhirsch im Genre, das Beste seiner Art, wie ich persönlich finde. Dementsprechend freue ich mich auf Kapitel 3, ich hoffe ihr da draußen auch. Und wir packen das gesamte Spiel, das komplette Kapitel direkt in ein Video rein. Falls ihr die anderen Kapitel noch nicht gesehen haben solltet, findet ihr natürlich auf meinem Kanal unbedingt angucken, denn man muss schon die anderen Sachen sehen, um zu verstehen, was hier passiert. Und natürlich werde ich auch über die anderen Kapitel sprechen und dementsprechend kommt es auch zu Spoilern. Ja, wir legen los, bewerten, kommentieren, wird ein langes Video, ein bisschen Support wäre echt Ehre. Hashtag Kapitel, nein, so oft wie ich jetzt Kapitel gesagt habe, nehmen wir Hashtag Schlafenszeit. In die Kommentare schreiben, denn das ist der ultimative Support. Auf geht's. Neues Spiel oder fortfahren? Ich drück mal fortfahren. Okay, das also passiert, wenn wir fortfahren drücken. Wir landen in der Star Wars Müllpresse. Cool! Okay, komme ich hier raus? Oh Gott, die Presse kommt immer näher. Ich habe gar keine andere Wahl. Okay, ich soll mich nach Gegenständen umsehen, an denen ich mich hochziehen kann. Boah, ich habe die Mechanik gar nicht mehr so drauf, ne? Also das kenne ich noch aus Kapitel 2. Und die Grafik ist, naja, nicht wahnsinnig viel besser, aber ein bisschen besser, denn... Wow, jetzt bin ich hier runtergefallen, nur weil ich hier oben noch meine Patschehand hatte. Denn die haben ja gewechselt auf Unreal Engine 5. Dementsprechend ein kleines bisschen zumindest hübscher. Also die Beleuchtungseffekte und so sehen schon deutlich besser aus, doch. Da merkt man es dann schon, dass die Engine... Boah, okay, ich werde hier gepresst. Dass die hier ein dickes Update bekommen hat. Und jetzt rüber. Boah, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Weil auch wenn die Reihe sehr, sehr viel... Kritik bekommen hat, finde ich, ist es eigentlich eine coole Reihe. Also Kapitel 2 hat mir sehr gut gefallen. Kapitel 1 auch, aber es war halt sehr kurz, ne? Es war halt einfach so ein Vorgeschmack auf das, was die hier vorhaben. Und ich hoffe, dass sie noch weitermachen. Bei 3 darf nicht Ende sein. 4 oder 5, die sollten schon drin sein. Melkt die Kuh, aber macht bitte gute Qualität. So, wo soll ich denn hin? Okay, hier unten ist die Müllpresse. Hier ist alles Schrott. Wir sind jetzt in den Tiefen. Und ich soll mit E interagieren. Also kann ich irgendwas drücken. Die Frage ist nur, was? Eine sehr auffällige rote Tür. Ah, okay. Die sehr auffällige rote Tür. Und wie es scheint, bin ich hier nicht alleine, ha? Huh? Auch die Patschehändchen. Oh oh, oh oh. Okay, sehr viele Jump-Run-Einlagen. No, 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 no. Oh, Alter, man ist in diesem roten Todesnebel da unten direkt RIP. Und ich lande hier. Nicht gut. Moment, wir warten nochmal hier. Kann man sich an der Leiter da festhalten?
Das war ja sehr knapp bemessen. Oh, der Mann kürzt einfach ab. So, wie ein Profi. Warte mal. War das gerade Mommy Longleg? Nein, 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 nein. Mutter, du existierst doch nicht mehr, oder? Die haben wir doch vernichtet. Die ist doch definitiv vernichtet. Mommy Longleg. Okay, hier geht's weiter. Also sah aus wie sie, ne? Ah. Alright. Oh. Inventar öffnen. Claire Harper. Gut. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting asleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said. Said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her. See how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that! Just bring my little girl back to me! Okay, Catnap. Das ist... die Katze, die wir gesehen haben, ne? Aber ein farbloses Wesen. Ich habe eine Batterie gefunden. Schon irgendwie interessant. Das Game hat halt auch echt eigentlich so eine richtig düstere, verstörende Story. Aber es ist trotzdem zu einem Kinderspiel geworden. Das ist eben irgendwie so, ne? Das war aber auch schon früher so, weil die Leute immer sagen, GTA 5 ist ab 18, aber es wurde zu einem Kinderspiel. Das war auch früher schon so. Mortal Kombat war auch indiziert und ab 18 und whatever, und es wurde trotzdem zu einem Spiel, was die Kinder super toll fanden. Du erinnerst dich an mich? Da ist was Wahres dran. Ja, hau raus. Okay, das war schon verstörend. Ich habe ein Telefon. Wie gehe ich da ran? Telefon. Yo. E. Tab. Er lässt es los. Wo ist das Telefon? Okay, warte, wir müssen irgendwie hier Strom drauf kriegen. Ah, der charged hier. Ich weiß noch, man konnte ja diese Verbindung machen. Ready? Ba-boom! You can use that battery to open the door!
Oh, nein, 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 nein. Du hast mich erst in die ganze Kacke reingeritten, oder? Das ist doch hier die kleine Poppy. Das ist doch die kleine, widerliche Poppy, Whoa. Oder? Spinnig. Es ist nicht Poppy, sondern Ollie. Alright. Und Ollie ist wahrscheinlich irgendein Kind, das hier betreut, erforscht und gefoltert wurde. Okay, das ist mein Weg. Sieht so aus, als hätte man die Akte lesen können, aber irgendwie... Touch, 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 touch. Putz. Warte mal, hier, das sieht doch verdächtig aus, oder? Jetzt müsste ich hier irgendwas machen. Die Kabel da hinten, die funkeln so merkwürdig. Oder sie stehen einfach nur unter Strom und wenn ich sie berühre, bin ich tot. Mit Q und E. What? Was passiert da? Aha. Da gibt's wahrscheinlich wieder super viele Riddles, huh? Mit Q und E. Nimm den Greifer. Richte den Strahl auf die Stromzufuhr, während die Stromquelle berührt und schieß. Moment, da muss er also... Aber ich verstehe gerade nicht, wie ich den... Ah, hier oben. So. Jetzt verstehe ich's. Okay. Moment, aber dann bedeutet das ja, dass man hier irgendwas auch eventuell hätte machen tun können. Aber hier ist keine Stromquelle da hinten. Und auch kein Kabel. Jetzt habe ich hier die Tür geöffnet. Und die hier funktionieren jetzt offiziell. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da irgendwas bei den Monitoren hätte machen können. Würde mich interessieren. Hey, I'm Kickin' Chicken. Wanna go outside and hang out? It's looking pretty bad outside. Ja, habe ich nicht so wirklich Bock drauf draußen, ne? I've never been outside before. Will you come with me? Here, follow me. I'll step out first. Warum endet alles hier in Todesschreien? Hä? Warum? Öffnen. Oh, ich will da irgendwie nicht rein. Wisst ihr, an was mich das mittlerweile schon erinnert? An Bioshock. Das hat so ein bisschen was Bioshock-mäßiges, weil das Ganze hier ist jetzt eigentlich im Endeffekt diese riesige Anlage ist ein eigener Kosmos. Mit Kreaturen und... Menschen und verschiedenen Bereichen, wo dann auch irgendwie verschiedene Hierarchien herrschen. Hier regiert Catnap, hier ist Huggy Wuggy unterwegs und hat das Sagen und so weiter und so fort. Hier ist die Mutti. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money. I never have enough.
understanding. I can never get any. Faith, the common man, has lost it. Each answer was different, and I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Ja, dann eben. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... Playcare! Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Ja, und eben das Utopia, ne? Das große Utopia mit dem genialen Erfinder, Tüftler, Ingenieur, Wissenschaftler, der den Leuten das Goldene verspricht. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Ich trau dem kleinen Olli nicht, ne? Ich weiß nicht. I don't know. Okay, warum sind die Erwachsenen aber hergekommen? Wegen dem Lächeln. Ja, weil sie alles haben. Reichtum. Macht. Aber das Lächeln eines Kindes, das haben sie natürlich nicht. Okay. Schweinchen. Das ist eine gute Idee. Lass mal was essen. Nö, irgendwie nicht. Du bist creepy. Hey, I'm Kickin' Chicken. Wanna go outside and hang out? Der will einfach nur fliehen, ne? Das Hühnchen hat's begriffen. I'm Bubblefint. Hey, I remember you. I'm Bubblefint. Okay, die haben hier nur einen Satz. I remember you. Hey, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Okay, die war so eine Kreative. So, ich darf hier rein. Ich dachte schon, ich müsste jetzt für jeden irgendwas besorgen. Weißt du, für die Farbe, für den anderen hier so ein Apfel oder so. Schweinekotelett fürs Schwein. Klassiker eben. Hier, schon wieder. Das ist alles so schön am Strahlen. Rohrpost. Ja, ist auf jeden Fall Bioshock. Es ist super gebioshockt worden. Okay, hier drin sind wir also fertig. Ja, aber es sieht alles sehr cool aus. Okay, ich bin wo runtergekommen? Gerichtsgebäude? Zirkus?
So, hier ist das. Und ich brauche die Tür in der Nähe. Wahrscheinlich das da oben. Dann steppen wir mal hin. Yes! Ja, wie lange bin ich schon hier unten? Ich esse nichts, ich schlafe nicht. Klar, ich war ein, zwei Mal bewusstlos. Aber so an sich müsste der Typ echt langsam richtig fertig sein. Und wer baut das? Okay, der rote Nebel. Das ist kein gutes Zeichen. Früher waren es mal viele, jetzt ist nur noch ein Katzenvieh hier unten. Okay, hier kann ich nichts machen, aber ich habe eine Batterie. Badabutz. Rechts haben wir schon ein bisschen Smoky Smoke. Aber wir müssen das Zeug verteilen. Alright, kriegen wir schon irgendwie hin. Und es gibt irgendwo eine Videokassette. Ich habe sie gefunden. Die sind echt nicht so schwierig versteckt. Und ich habe noch was gefunden. Was ist das denn hier für eine Hand? Eine neue Superhand, eine lilane. Okay, Storytime. Okay, das Ding hat mehr Reichweite. Boah, Alter, das ist geil. Das ist geil. Und ich habe ein Jetpack. Huh. Wie jetpacke ich? Ach so, ich dachte, ich könnte überall jetpacken. Aber ich kann mich nur in diesen Handsymbolen hochpushen. Oh oh. Oh Gott, ich wäre. Alter, dass das funktioniert hat. Das ist doch ein Loch, oder? Oder ist das eine Pfütze? Das ist auf jeden Fall eine Todespfütze gewesen. Wie komme ich da denn rüber? Also irgendwie. Fehlt mir ein bisschen so das Swinge-Dingen. Jetzt bin ich wieder hier. Hm. Also, hier hoch. Kann ich hier runter? Hast ein super geiles Jetpack. Kannst aber nichts machen mit. Und hier lande ich auch wieder hier. So, hier rüber. Jetzt fliege ich super weit. Oh, knappes Ding. Alter, da kriege ich jetzt schon einen Herzinfarkt. Huh.
Jetzt habe ich das hier. Kann man die irgendwie drauf? Ah! Ja, toll. Warte mal, ich will das greifen und ein bisschen nach vorne machen. Ich bin tot. Boah, das wird nichts. Okay, ich darf das... Ich muss das irgendwie mittig lassen. Oh, geil, ich habe hier einen Check. Ich kann es nicht mittig lassen, super. Hm. Das klappt doch niemals. Nee, es ist zu weit. Okay, vielleicht kann ich an die Seite springen und es dann da rüberziehen. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Hoffentlich. So. Und jetzt geht es easy. Crazy, ich bin sogar direkt hier rüber. Ha. Huh. Nice. Okay, schauen wir mal. Jetzt geht das Ding hier hin. Und dann hier hin. Wie komme ich hier rüber? Muss ich erst hier hin? Das wird so nichts. Das wird so nichts. Hier ist auch noch was. Ja, hier kann ich leider nichts machen. Ich brauche erstmal Strom. Hier brauche ich zweimal Strom. Hier auch. Ja, aber das Ding hat ja keinen Strom. Ich muss also irgendwie hier rankommen. Moment, also ich mache und hab's. Jetzt hat nur die Frage, wie ich das hier löse. So. Ha. Oh, Problem gelöst. Okay, ich habe nicht verstanden, dass man immer zwei oder drei oder was auch immer benötigt. Deswegen sind auch diese Blitze da oben und damit meinen die halt diese Stromdinger. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, nachdem ich 5 Minuten irgendwie rumprobiert habe. Aber das hier gibt 1, ne? So, dann muss ich das so hinlenken, dass das im Grunde auf ihn zeigt. Und muss das dann hier hinlenken. Und schon ist das Rätsel gelöst. Oder auch nicht. What? Oh, ich hab's auch nicht gelöst. Moment, hat der keinen Strom? Hat der keinen Strom mehr? Jetzt bin ich verwirrt. Gehen wir nochmal hier oben hin. Jetzt bin ich verwirrt. Die Dinger da unten leuchten gar nicht mehr. Müssen die so ausgerichtet bleiben? Alright, wait a moment. Okay, was habe ich jetzt anders gemacht? Was habe ich jetzt anders gemacht? Ach, ich habe hier hingef... Ja, ja, gut.
Gut, es ist spät, mein Gehirn funktioniert nicht. Ich weiß, was ich anders gemacht habe. Kann ich jetzt das hier mitnehmen? Nee. So, was ist das hier? Eine blaue Batterie. Braucht man hier. Habe ich hier eine blaue Batterie bekommen? Nope. Irgendeinen Knopf zum Drücken? Nope. Habe ich hier irgendwo Strom? Nope. Aber eventuell kann ich irgendwie den Strom hier irgendwo hinlenken. Ich werde so krank, dass die Dinger bluten. So, ich gehe nochmal hier oben hin. So, hier sind wir hier durch den Parcours. Das haben wir auch gelöst. Die Frage ist, kann das hier durchstrahlen? Wir gucken mal. Nicht so richtig. Was war das jetzt? Oh, hey, Moment, ganz langsam, was ist hier los? Olli? Okay, das war's also mit meinem kleinen Abenteuertrip hier drin. Hier geht nichts mehr. Das Ding ist tot. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Aber anscheinend ist das so ein bisschen Open World. Ja, hier ist auch kein Strom. Notstrom anscheinend. Man muss zwischen den Bereichen hin und her wechseln. Oh nein, Home Sweet Home, Toy Store, Schule, Büros, Sky Dome, Playhouse. Jo, wo ist der Key? Aber ich habe auch langsam mal Zeit hier. Home Sweet Home. War hier nicht irgendwo so eine Karte? Irgendwo war doch eine Karte. Das ist Home Sweet Home. Wahrscheinlich das hier. Das sieht so ein bisschen nach Home Sweet Home aus, oder? Das ist nämlich ein riesiges Home. Toys. Briefkasten. Vergammelte Kinderrucksäcke. Hello? Ist hier jemand? Plötzlich Resident Evil 8 Villa. Ah, nicht so gut. Wenn ich da reingehe, bin ich doch tot, oder nicht? Was ist jetzt passiert? Ich habe den roten Todesnebel überlebt? Oder ich lieg irgendwo auf dem Boden, hab einen fiesen Trip, weil ich habe auch meine Hände nicht mehr. Ich habe einen fiesen Trip. Das kann niemals real sein. Ich hätte jetzt... Das rote Gas hätte ich nicht einatmen sollen. Ich habe aber auch direkt eine volle Nase genommen. Ich dachte mir, hey, wenn schon, denn schon, inhalier den Dreck. Alter, ist das ein unheimliches Kind. Kinder sind aber auch verflucht unheimlich. Ich kann Kinder echt nicht leiden. Wirklich. Mein Sohn kann ich leiden. Den Rest nicht. Officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs, as well as key bones from the skeletal structure, were reported missing from the body.
It's unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. Alter, was für eine heftige Geschichte. Organe wurden entfernt. Hier sind Kratzspuren von irgendeiner Katze. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, it's sickening. Elliot Ludwig was a great man. And those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to clear his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more. Aber sind es nicht immer die, die ein großes Herz für Kinder haben, die die schlimmsten Schweine sind? Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. Ich meine, denen kann man am wenigsten trauen. Oh, Kinder, ich liebe Kinder ja so sehr. Haben sie eigene Kinder? Nö, aber ach, ich schreibe mich gerne auf Spielplätzen rum. Telefon. Nein, ich beobachte sie gerne auf Spielplätzen. Aus der Ferne. Ich mag dieses Haus hier nicht. Oh mein Gott! Ja, genau so ein Gesicht mache ich jetzt gerade. Mama, haben wir noch Süßigkeiten? Wir haben nur noch Apfel. Ich muss rennen, aber ich kann nicht mal rennen. Despite the proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lend suspicion to this claim. When questioned, Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems, intends to keep Elliot's name within its brand regardless. What is sure to be a long legal battle will follow. Soll mich nicht bewegen? Auf wen höre ich jetzt? Auf den Radiomann oder auf Crazy Olli? Hier wurde alles zerkratzt. Also die Katze ist hier komplett durchge-Wolverined. Alter. Alter, was für eine kranke Kacke. Was für eine kranke Kacke läuft hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Da drüben steht das Vieh. Was mache ich jetzt? Vielleicht mal mit ihm reden? Können wir darüber reden? Ich bin eigentlich ein großer Katzenfreund. Ich habe 3 Stück. Schuld jagt dich. Okay, ich glaube, das wird gerade rückwärts abgespielt. Am Ende bin ich der Erfinder, Gründer von dem ganzen Ding hier. Weil wir waren doch ein Mitarbeiter, der rausfinden wollte, was geht da ab, weil Mitarbeiter verschwunden sind. Das war doch eigentlich damals Kapitel 1. Und irgendwie sein Kind und... Ach Gott, das ist schon wieder so lange her. Die Schuld verfolgt dich. Aber wir waren doch ein Mitarbeiter, der nachts da eingebrochen ist
um dem Mysterium dieser Einrichtung. In Garden of Banban waren wir ein Elternteil, das ein Kind sucht, also sein Kind, und schon längst vergessen. Get up. Get up. Oh Gott, da drüben rüsselt das Ding wieder rum. Get up. Steh auf. Ich sag doch, ich bin wahrscheinlich im roten Nebel bewusstlos und hab jetzt einfach nur einen richtig fiesen Trip. Was hängt denn da oben? Jetzt wäre eine Taschenlampe ganz gut, denn hier drin ist es verflucht dunkel. Nappy Catty. Ich fühle mich sowas von verfolgt. Tja, ohne meine riesigen mechanischen Händen kann ich keine VHS einsammeln. Ich bin nicht in der Lage. Oh, endlich was zu essen. Ein Knusper-Riegli. Ich brauche meine Hände. Ich bin machtlos ohne meine Hände. Okay, happy, fun. Also von happy und fun merke ich leider nichts, ne? Oh, er konnte es doch einsammeln. Let's go. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. What? Okay. Also bin ich vielleicht doch der Erfinder und Gründer von dem ganzen Zirkus hier. Oh mein... Ich sollte mir das nicht angucken, sondern direkt losrennen. Aber es sah cool aus. Es sah cool aus. Oder ich sollte gehackiwackied werden. Das könnte natürlich auch sein. Aber es sah cool aus. Ey, diese Huggy-Wuggies, ne? Auf jedem Volksfest konntest du so ein Ding kaufen. Und wir haben auch eins. Aber nicht für den Jungen, sondern wir haben einfach eins, ja? Wir hatten keine Wahl, denn wir waren bei... Wo habe ich das denn geholt? Ich glaube, bei einer Wurfbude. Total die Billigqualität, also nichts Besonderes. Ah. Es war ein netter kleiner Trip.
Okay, liebe Kinder, was lernen wir daraus? Immer schön den roten Nebel inhalieren. Mutti. Ah, Mutti ist kaputt. Hoffen wir mal alle, dass Mutti nie wiederkommt. Ja, guck mal, die kann ich sogar schieben. Welcome home. Tja, wie es scheint, habe ich keine andere Wahl. Ich muss ins Löchlein. Die hätte ich gebrauchen können, die Gasmaske. Zu spät. Muss ich dem Saft geben? Cool. Warte mal, kann ich das irgendwie zerstören? Da oben sehe ich so ein Generator. Ah, die kann man sogar wirklich mitnehmen. Weil noch so ein Trip überlebe ich nicht, ne? Irgendwann ist ja auch mal gut hier. Mit dem Rausch. Brauche ich hier noch? Nee. Komm in der Besenkammer, mein Freund. Alter, es sieht richtig abgeschlachtet aus, das Ding, ne? Kannst du richtig die Emotionen des Schmerzes rauslesen? Jetzt hau es weg. Okay, Catty. Da drüben rennt Kitty brutal rum. Eine. Fehlt aber noch eine. Ich habe eben gerade eine Tür gehört. Okay, hier drüben auf der anderen Seite sind Bretter. Kissimissi? Yo, Kissimissi! Friends forever. Oh Mann, sie hat das Foto von diesem Mädchen, das aussieht, als hätte sie bösen Durchfall. Und sie scheint nicht sonderlich glücklich zu sein. Okay, wir brauchen noch eine Batterie. Hier kann ich leider nichts machen. Von hier bin ich gekommen. War hier irgendwo noch eine Batterie? Hier bin ich... Hier brauche ich auch noch Strom. Das Ding ist komplett zugenagelt. Aha. Das ist doch was. Alright. Ein riesiger abgeschlachteter Stoffbär. Hier waren sehr, sehr viele Kinder unterwegs.
jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay, und jetzt komme ich hier rüber, ich verstehe. Yes! 50% Strom. Boah, und wir müssen noch alle Häuser aktivieren, ne? Ba-bams, Baby. Das wird das Kätzchen ganz schön wütend machen. Das Kätzchen mag es nämlich nicht, wenn man laute Geräusche macht und Unfug. Hier geht's runter. Ich muss zwischendrin leider immer mal wieder was trinken, weil ich immer noch erkältet auch bin. Hallo? Hi there! I'm Piggy Piggy. Let's eat. Roast beef? Delicious! Grilled chicken? Down the hatch! Speared elephant? Yum! Played unicorn? Mmm! Still hungry. Hey, what do you say you and I be friends? Hi there! I'm Piggy Piggy. Let's eat. Okay, Piggy Piggy hat alle gefressen. Elefant, Einhorn, Kissimissi, alle. VHS kann man hier abspielen. Nice to know. Nur noch die VHS finden. Okay, ich muss auch das Gegenstück hierzu finden. Vielleicht, wenn ich in das Loch springe. Da drüben ist eine Batterie. Ein Haki-Waki-Würfel. Ah, da oben. Alright, aber vielleicht ist da die VHS im Loch. Was war das Loch hier? Ich gehe runter. War unnötig. Ach so, hier kommt man wieder ins Startgebiet. Ich verstehe. I understand. Ja, ich wollte wissen, vielleicht wäre da irgendwie ein Bonusraum gewesen und man hätte die Videokassette bekommen. Wer weiß das schon? YouTube. Wer weiß das schon? Wird es Zeit für einen geheimen Super-Hashtag? Hashtag verfressenes Schwein. Bin mal gespannt. Wie oft ich das lesen werde. Das ist ein super geheimer Super-Hashtag. Jetzt bin ich hier drin gefangen, du. Okay, ich kann hier nicht durchgrapschen. Das hier machen. Ja, es gibt aber auch keinen Weg zurück, ne? Was wir hier gerade veranstalten. Oh, hier könnte auch eine VHS irgendwo rumliegen. Oh, mach die bitte nicht so versteckt, dass ich die nicht finde. Denn hier ist alles super dunkel und zugemüllt mit Sachen.
Noch habe ich keine gesehen. Ist das hier eine Mikrowelle? Bis jetzt lagen die immer alle so schön nebendran, weißt du? Das war very nice. Okay, was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen, ha? Huh? Hier geht's runter. Ist hier zufällig eine Videokassette? Nö. Oh mein Gott, das Ding verfolgt dich. Okay, ich kann es nicht so einfach looten. Na gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es wird schon irgendwie Sinn ergeben. Freunde für immer. Oder habe ich hier meine Freunde hängen gelassen? Düt, düt. Hier Strom mitnehmen. Okay, hier wollen wir hin. Ja, toll, aber wie kann ich die Batterie mopsen? Das hilft mir beim Batterieproblem jetzt nicht so wirklich weiter. Bleibt das wie... No. Ah, ich verstehe. Moment. Ach so, das ist neuer Strom. Ich dachte, das wäre... Ey, warte. Geht's noch hier lang? Oh, ich hab's einfach geholt. Du blöde Katze. Machst du gar nichts. Hast nämlich keine Chance gegen meinen Super Power Crap. Deprimierende Küche. Bin ich hier? Warum habe ich auf einmal so eine extrem deprimierende Musik? Huggy Boogie. Bitte. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die andere Batterie? Wohin damit? Wo braucht man denn hier Strom? Irgendwo hier muss man Strom ablassen. Aber wo? Das ist der Weg nach unten wieder. Der andere Schacht ist ja auch nur ein Weg nach unten. Ich nehme hier den Strom mit. Die Batterie haben wir. Hier komme ich im Moment nicht mehr hin. Ha. Dann kann ich wieder nur hier rein.
Hier ist ein Stromkreis. Das ist der, den wir brauchen. Nee, hier muss irgendwo das Rätsels Lösung sein. Wo war denn jetzt hier der Batterieraum? Hier. So. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Ladung hier hin. Die Ladung holen. Hier hin. Boah, bitte, 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 bitte. Halte dich noch. Wow, wow, wow. Ich will auch so ein Ding. Alter, das Ding mäht ja voll durch. Keeps the monsters away. Two hugs a day is better in every way. Hugging forever. Hugs are non-stop. I'm gonna hug you until you pop. A hug a day keeps the monsters away. Gruseliger Typ. Absolut gruseliger Typ. Okay, der hat hier komplett durchgeschrubbt. Die Kassette haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Aber hey, es ist mal ein Spiel, ein Indie-Spiel, wo man nicht dauernd unendlich viele Zettel lesen muss. Was auch echt mal angenehm ist. Man wird nicht zugeballert mit irgendwelchen Zetteln. Alright. Was willst du von mir? Katzenminze? Ich habe keine Katzenminze. Ich weiß nicht, wie du auf diese irre Idee kommst, aber hier ist nichts. Keine Katzenminze für das kleine Kätzchen. Alright. Gut. Das sieht schon ziemlich radikal hier drin aus. Irgendjemand hasst Kuscheltiere. Abgrundtief. Okay, wo bin ich jetzt? Nee. What? Moment, hier. Alter, das ist auch echt ein Labyrinth. Endlich. Endlich. Daddy Longleg kaputt. Ganze Longleg Family ist ausgerottet. Okay, das läuft doch irgendwie zu gut, oder? Und wo ist jetzt die Kassette? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo war der Kassettenraum? Das war doch irgendwo hier, ne? Aber wo die Kassette ist... Wenn es überhaupt eine gibt, aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Ha. Huh. Ja, der Generator hat Saft. Die Kassette ist natürlich wieder ultimativ gut versteckt. Naja, es geht ja auch noch weiter. Was ist das denn für ein Ding?
Ein Revolver. Aber, Okay. Aha. Moment, soll das hier hin? Das da? Hier hin? Hier ist auch noch ein Revolver. Moment, jetzt nehme ich den hier. Mach mal weg. Okay, wo... Öffnet das was? Ich versuch's mal. So. Und jetzt habe ich hier einen neuen Revolver. Aber wo muss der Strom hin? Da oben. 2-2. Geht das hier rein? Okay. Ich verstehe. Beide brauchen Strom. So, du da. Du kannst jetzt gar nicht hin. Moment, wenn ich ihn jetzt nochmal ziehe. Ist der Strom weg? Das Ding ist unten. Jetzt nochmal hier hin. Gut. Jetzt du. Jetzt hier. So. Aber. Wie kriege ich denn bei beiden Strom hin? Ach, haben beide drin. Alright. Ne, haben sie nicht. Jetzt fehlt wieder einer. Wie kriege ich bei beiden Strom? Der eine shootet nach oben. Und dann läuft der Generator. Ich habe ja keinen Strom. Ich kann also nicht sagen, das andere mache ich mit meiner eigenen Hand. Es muss also beides mit den Kanonen gemacht werden. Aber hat die Strom... Nee, das geht hier halt auch nicht, ne? Nee, das muss... Das muss schon hier sein. Das muss schon irgendwie hier sein. Ah, das kann man schieben. Jetzt sehe ich das erst. Man kann das hier schieben. So. Moment. Alrighty right. Immer noch keine VHS. Immer noch keine VHS in Sicht. Aber wie gesagt, man kann hier auch super schnell irgendwas übersehen. Oh, wow, ich will nicht zerquetscht werden. Zermansche mich bitte nicht.
Ach, und jetzt kann er hoch. Ich bin zu schwer. Okay, ich bin zu schwer. Gibt's da irgendwas zum Hochziehen? Hol nochmal runter das Ding. Muss ich springen dabei? Gut, es hat funktioniert. Skurrilerweise. Skurrilerweise hat das funktioniert. Und skurrilerweise darf ich anscheinend gehen. Denn Home Sweet Home hat endlich wieder Strom. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Ja, bitte. Auf jeden Fall, denn ich bin sehr verwirrt. Hey, you'll be okay. We'll be okay. Listen, I'm not your enemy, but I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you, so we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original, the prototype. Do the honors. The prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you, how capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Okay, ich muss mal wieder die ganze Kacke ausbaden, ha? Huh? Ich bin mal wieder der Trottel, der alles erledigen muss. Ich hab ihn und ich muss ihn jetzt irgendwo unter die Statue bringen. Irgendwas piept hier auch. Das reicht? Alter, was ist das für ein ewig langes Kabel?
hier piept es. Aber hier passt nirgendwo was rein. Ah! Awesome! Look at that! Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. And every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse especially. Yuck! So, your best bet is probably the school. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Die Schule. Ist das hier eine Schule? Sieht so ein bisschen nach Schulgebäude aus, oder? Ja, wie es scheint, drücken wir nochmal die Schulbank. Also gehen wir nicht überall rein. Wir gehen nicht überall rein, sondern nur in... bis jetzt zwei Gebäuden. Joy. Alter, wie die Kinder hier irgendwie gehaust haben, ne? This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Strom. Wohin damit? Ah, hier drüben. Na, ich bin so ein bisschen der große Spielzeugvernichter, ne? Eine Batterie jetzt schon? Jetzt schon eine Batterie. Eine frühe Batterie. So, jetzt haben wir nur die große Frage. Wo stecken wir die rein, ne? Wo stecken wir die frühe Batterie rein? Ja, gefunden. Hier ist noch eine Batterie. Ha. Ha. Wie komme ich da denn hin? Hier oben. Kann man irgendwas verschieben? Wie komme ich da denn bitte hin? Kann ich hier durch? WTF, Alter. Dazu erstmal Zitronenreiniger. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Hm? Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Hier drüben war doch ein Fernseher, aber kein Videoabspielgerät, oder? Oh, hä? Ich habe einen Zettel ein... What? Ja, und wo ist der jetzt? Der Zettel? Mir war nicht bewusst, dass man hier Zettel einsammeln kann. Notiz 2. Ich habe heute ein Klopfen an der Tür gehört. Ich hörte es atmen. Was auch immer es war, es sprach nicht...
wenn man es rief. Nachdem es verstummt war, habe ich mich stundenlang gefragt, ob es das war, was uns hier eingesperrt hat. Ich habe mir eine Art Waffe gebastelt. Bleistifte, Lineale, Klebeband und Schnur. Ich habe mir angewöhnt, es Barb zu nennen. Es ist grob. Aber wenn sich diese Tür öffnet, muss ich bereit sein. What? What? Der sah so unscheinbar aus, der Zettel. Ja, schon so, hey, ja, gibt's keine Zettel, nichts zu lesen. Bumm. Falsch. Also, es gibt ja super viele Zettel. Notiz 1. Noch vor wenigen Wochen war jetzt die Stunde der Freude. Heute herrschte nur noch Stille in der Schule. Ich glaube, keiner von uns hier weiß, wie er damit umgehen soll. Die Flure ohne die Kinder tragen selbst die kleinsten Geräusche weiter, als wenn sie Schreie wären. Die anderen Lehrer und ich erschrecken uns ständig gegenseitig. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Irgendetwas hat heute Morgen die Eingangstür abgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, sie zu öffnen. Okay, die sehen so unscheinbar aus, diese Zettel, ne? Tja, wieder was gelernt. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Hier. Irgendwo war so ein Schacht, wo ich greifen konnte. Let's go! So. Okay. Ja, müssen wir jetzt ein bisschen genauer hingucken, ne? Na, ich dachte eben, was ist hier los? Ah, und so bekomme ich, of course, Le Batara. Aber natürlich. So, jetzt habe ich hier Strom. Und den brauchen wir hier drüben, damit das Tor aufgeht. Ja. Videozeit. Verstörend. Wie alle Kassetten bis jetzt. Und was war das? Ich habe immer noch Le Masque. Ah, jetzt geht die Tür auf. Kann man nicht eine alte Batterie einfach... einfach von drüben rausziehen. Notiz 4. Irgendwo war also noch eine Notiz. Das Loch in mir schreit nach Essen. Ich kann an nichts anderes denken als daran, wie hungrig ich bin. Ich habe kaum noch die Kraft, mich vom Boden aufzurichten. Aber Barb spricht zu mir. Sie gibt mir Kraft. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich stillstehe, vollständig stehe, alle denken, ich sei tot. Barb sagt, dass ich etwas essen muss und dass die anderen Lehrer mich nicht kommen sehen würden, alles um das Schreien zu beenden. Also hat er andere Lehrer gegessen, oder wie soll man das interpretieren? Barb. Die hat hier eingesperrt und sind halt alle durchgedreht. Ja, Klassiker, ne? Was ist das hier? Es leuchtet.
Kann man nicht einsammeln. Ich habe geed. Ich habe E gedrückt. Ob ich das schnell genug schaffe? Boah, ist ein weiter Weg. Ich probiere es mal aus. Für die Forschung. Oh, renn. Aber ich glaube nicht. Oh doch. Oh. Super knapp. Hier ist der Strom. Wie komme ich da hin? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Schacht oder so? Hier ist halt super dunkel. Taschenlampe geht auch nicht an. Ah, hier. That's the way. My friend, that's the way. Barb? Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs, too. I look forward to finding out. Ich kann dich nicht sonderlich gut leiden, Barb. Nur damit du es weißt. Let's go. Okay, einmal angedrückt ist das Ding offen. Ich dachte auch, diese Filmrollen hier könnte man vielleicht mitnehmen, aber nee. Jetzt bin ich natürlich total paranoid. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it, and you risk losing your hearing. Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Creepy. Absolut creepy. Willst du mehr erfahren über Organe? Dann hör jetzt genau zu. Okay, das musste man catchen. 5. Eine fehlt. Es tut mir so leid. Ich musste essen. Ich musste überleben. Ich habe sie gegessen. Ich musste es tun. Ich musste, ich musste, ich musste. Ja, war mir klar, dass dir jetzt Kannibalismus frönen wird. Oh. Oh, komm schon. Gib mir doch eine Taschenlampe, verdammt. Ist immer so verflucht dunkel. Ah. Okay, das war easy. Ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal definitiv. Oh. What? Wir werden unsere Fenster vermissen? Hä? Stand da gerade Fenster? Was ist jetzt los? Okay, die ist noch nicht hier, ne? Moment, ich gehe hier lang. Hier, und dann muss ich das Ding hier reinschieben ganz schnell und hoffen... Alright, das wird intensiv.
Lady? Lady Morgenstern? Und jetzt run! Run, 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 run! Ach nein, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Oder auch nicht. Doch, ich bin tot. Ich bin tot. Diese Forschung muss im Verborgenen bleiben. Keiner darf gehen. Boah, der Generator ist irgendwie schon Schrott, ne? Wow, die bleibt stehen. Aha. Die gute Dame ist sowas hier. Ich bewege mich nicht, wenn du mich anguckst, weil ich so hässlich bin. Ich verstehe, Lady. Ich verstehe. Oh. Man bleibt halt so fies hängen, ne? So, das ist natürlich dann deutlich weniger stressig. Wie nah darf ich an sie ran? Die ist schon echt verdammt hässlich. Die ist schon wirklich keine hübsche Frau. Alright, let's go. Ba, 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 ba. Okay, das kann man nicht öffnen. Aber sie kann Türen eintreten. Und sie ist schnell, sie ist echt schnell. Warte mal, wo... Wo gibt es hier die Ladung? Boah, die ist super schnell. Sag nicht, ich muss sie von da draußen holen. Bleib doch stehen. Krieg hier Strom? Ah, ah, oh, oh, oh Gott, war die nah dran? Oh Gott, ist die schnell. Die wird irgendwie gefühlt auch immer schneller. Sie. Wahrscheinlich kommt sie hier gleich raus, ne? Help. Ah, 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 ah. Bleib schön da hinten. Barb. Okay, hier habe ich einen Strom. Wahrscheinlich muss ich wieder. Ja, ich muss wahrscheinlich. Oh, wo geht's hier lang? Muss wahrscheinlich wieder hier den Strom mitnehmen, ha? Huh? Geht das?
Nee. Oh Gott! Oh Mann, sie hat mich erwischt. Wo ist denn da noch Strom? Catnap kommt. Steh auf. Alter, du landest wirklich immer wieder ganz am Anfang. Wo ist da noch Strom gewesen? Gefühlt wird sie auch immer schneller. Am Anfang ist sie noch relativ träge. Aber später gibt sie ja richtig Vollgas. Die Truller. So, easy going Strom. Ganz cool bleiben, Lady. So, hier ran. So, jetzt muss ich den Strom finden. Den zweiten. Und da hinten gibt es irgendwie, oh, super viele Batterien. Hier ist eins. Muss hier irgendwo hier noch einer sein. Irgendwo hier. Alright, warte. Alright. Was? Hä? Als ob? Okay, der eine hält anscheinend viel, viel länger. Nein. Haha, da kommst du nicht durch. Was? Wie hat sie das jetzt gemacht, ha? Huh? Oh mein Gott. Alter, guckt sie euch an. Die ist mittlerweile super, super schnell. Hätte sie da einsperren müssen. Oh nein, das Ding braucht noch Strom. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, müssen wir erst hier hin anscheinend. Kann ich nicht sonderlich gut leiden, nur damit du es weißt.
böse. Böse! Oh, what? Oh mein... Holy moly. Okay. Alright. Alter, das war eben... Ich dachte, die frisst uns noch. Ganz ehrlich. Das war sehr, sehr unschön eben. Was ist das denn? Eine Knarre. Ich hab's kaputt gemacht, wie immer eben. Geil, Alter, ich hab eine Knarre. Bams. Oh, Kacke, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hängt hier irgendwo eine VHS rum? Okay. Alles klar. Selbstmord. Hier lande ich also. Rein. Ach, guck mal hier. Okay, die Dinger sind eigentlich wirklich immer in der Nähe. Just get this shipment dropped and go. Hello, my name is Elliot Ludwig. Would you look around? I take it you're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet, but I think there's a decent guy beneath all that graft. An honest, hard-working man. You prove me right. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Das war ja sogar mal eine relativ nette Unterhaltung im Vergleich zu dem, was man sonst so hier in dem Spiel erlebt, ne?
Jo, ich hab ne Knarre. Es ging mal nicht darum, Kinder umzubringen. Aha. Ah. Cool. Er fällt einfach runter. Komm ich hier nochmal hoch? Gott sei Dank. Anscheinend gibt es auch keinen Fallschaden. Entweder du stirbst sofort oder... Gib mir. So, wir haben Strom. Ach, jetzt funktionieren die Platten. Die bauen auch Strom, die Dinger. Und man hat nicht wirklich viel Zeit. Okay, ich verstehe. Oh. Kann man das aufmachen? Nö. Schwupps. Ah. So, nochmal Strom hin. So. 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 Alter. Hier ist die Leiter oder was? Muss ja super alles sitzen. Einmal ein bisschen zu langsam daneben. Hast es direkt verkackt. Ob ich das jetzt noch hinbekomme? Was so Sachen angeht, ist das Spiel immer gnadenlos. Gut. Da schenkt dir das Spiel gar nichts. Du hast es verkackt. Ende. Und wieder ein riesiges Rätsel. Yippie-yay! Freue ich mich. Okay, es kann nur da drauf zielen, also zielen wir da drauf. Das kam unerwartet. Hm. Ah ja. Ah, wahrscheinlich dann hier. So, du da. Wahrscheinlich dann hier. Boah, knappes Ding wieder. Und du? Wahrscheinlich dann hier. Ich hätte rein theoretisch drüben bleiben können, oder? Ich kann den Hebel auch... Boah, wahrscheinlich von hier ziehen. Bewirkt. Ah. Ah, ich verstehe. Das war jetzt gar nicht mal so ein Hardcore-Rätsel. Was zum Geier? Ist das der Prototyp? Happy Catty. Er huldigt ihm. Und er ist verschwunden. Na, das ist nicht der Prototyp.
Aber es ist irgend so ein Schrein. Oh, hier drüben geht's nicht weiter. Ah, es ist irgendein Schrein. Ein gruseliger Schrein. Und die Katze betet, was auch immer das sein soll, an. Das bedeutet, wir müssen die Katze vernichten. Sorry, Kitty. Aber du musst weg. Boah, gefühlt bin ich hier unten schon eine Ewigkeit. Ich meine, genau das meine ich. Ich hatte nichts gegessen und nicht geschlafen. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Wow. Okay, so sehr liebt ihr mich. So sehr liebt er mich, dass er mich direkt frisst. Bobby. Bobby Bärenschiss. Blöde Sau. Da brauche ich eine Knarre wahrscheinlich, ne? I love you to the moon and back. I'm crazy about you. I'm lost without you. Okay, jetzt wird's ein bisschen deprimierend. Please, take me with you this time. You won't leave me, will you? Oh, ich plane es. Wanna know how much I love you? Ich plane es, dich zu verlassen, Bobby. Ach, hier ist wieder ein... Irgendwo eine VHS. Jo, find die mal. Hier ist auf jeden Fall der Player. Aber keine Ahnung. Hier ist so dunkel. Ist die wie hier in der Nähe oder? Hm. Bobby? Nö, hier ist schon mal keine. Also was immer das ist, es mag das Licht nicht. Ekelhaft. Erinnert ein bisschen an Five Nights at Freddy's. Die. Boah. Was soll ich denn hier machen? Okay, hier kann ich hoch. Das ist creepy, das ist echt creepy. Könnt ihr bitte alle eure verdammten Löcher verschwinden, danke. Help. Okay, ich muss gucken, ich habe keine Ladung mehr. Ja, VHS zu finden ist nicht so leicht, wenn es so verflucht dunkel ist. Dead End? Echt jetzt? Ich wette, die Schmuse-Armee kommt schon angekackt. Meine Kuschelfreunde. Alright. Alright. Gespeichert. Ich bin in einem Labyrinth.
Wow, Alter, die kommen einfach von oben runter gedroppt. Holy. So. Gehen wir hier lang? Toll. Ah, nicht cool. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Nur noch zwei Schuss. Ah, was ist cool. Ich krieg's nicht raus. Zählt der? Jo. Fehlt hier noch eins? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich kann hier rüberspringen. Mist. Ein Versuch noch, weil es wäre schon eine geile Abkürzung. Upp. Nee, du rutschst da runter. Wie komme ich da rein? Okay, nee, hier schon mal nicht. Boah, den habe ich richtig weggeshootet. Burn in hell. Irgendwie hier oben drauf, hier. Irgendwo hier. Nur wie? Stirb. Geht's hier irgendwo lang? Das könnte was sein. Das ist ein volles Labyrinth, ne? Das Knuddellabyrinth. Was geschieht jetzt? Ist das da drüben der Ausgang? Das. Ah! Oh nö! Bin runtergerutscht. Okay, ich verstehe, man muss da drauf stehen bleiben. Ich wusste ja nicht, dass es sich dreht. Ich hab das ja nicht gewusst, ne? So. Ah, we did it. Okay, es geht nach unten, es geht nach oben. Was ist der richtige Weg? Ist hier eine VHS? Nö. Super dark.
Mehr ist hier nicht. Nur die Finsternis wartet hier. Aber schon eine geile Idee. Gefällt mir sehr gut. Haben da echt, was so Mechaniken angeht, einen riesen Step nach vorne gemacht. Das ist jetzt das Playhouse, ne? You're Pappy's angel. Come to oh mein Gott! Nothing left to save. Not here. Bird Catnap's home angel. Their home. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Run. What? Wo bin ich? Keine Orientierung gehabt. Aber ziemlich geil, Alter. Ziemlich, ziemlich geil. Also die Inszenierung finde ich echt top. Muss ich mir jetzt die Rede nochmal anhören? Oh, das... Okay, das ist halt nicht so geil. Das ist halt weniger geil. Auch die Sprecher und so, richtig professional. Na gut, ich krache hier durch und dann muss ich... Hier ist Wand, oder? No! Leave me! Please! Just go! Run! Na, ich kann nur hier durch. Wieder rausgekrabbelt kommt und so, das ist schon cool. So, und jetzt? Oh, ich hätte da reingemusst. Ach, ja, 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 ja. Dog Day ist echt eine arme Sau, ne? Mit dem kann man schon wirklich großes Mitleid haben. Ich frage mich halt, kann ich ihn ein bisschen ausbremsen, indem ich ihm einfach in die Fresse schieße? An sich klingt es nach einer vernünftigen Idee. Schieße mir die Fresse, er wird langsamer, oder? No! Leave me! Please! Just go! Run! Boah, wie sie in ihn reinklettern. Ah, das ist Nightmare Fuel, wie man so schön sagt. Hier längs. Hier. Run, 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 run. Hier. Hier. Krach, bumm. Und tschüss. Ich höre immer noch.
Oh, oh. Oh, jetzt aber tschüss. Oh, Dog Day. Den töten wir natürlich nicht. Der hat es verdient, erlöst zu werden. Weil die arme Sau lassen wir am Leben. Go, go, as far as you can. Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Okay, irgendwie leiden alle nur. Hey, are you all right? No ouchies or lost body parts? I'm really glad you're okay. I don't want to lose any more friends to this place. Hey, did you see the shrine? Catnap made it for the prototype. See? Before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included. If we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. Ja, aber das Kabel hier drüben muss ich jetzt nicht rausziehen. Anscheinend nicht. Ich liebe diese Knarre irgendwie, die ist witzig. So, ab ins Jugendamt. Aber wie? Bitteschön. Okay, hier war roter Nebel. Alarm. The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body, and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Ja, sind wieder sehr. Was ist jetzt los? Geht's noch weiter? I don't know.
Mal habe ich eine Taschenlampe, mal habe ich keine Taschenlampe. Ist echt anstrengend. Keine Notiz, die man mitnehmen kann. Bin mal gespannt, wer hier rumlungert. Batterie. Okay, die Katze. Hier ist die Katze. Naja, sie ist ja hier die ausführende Gewalt. Creepy. Hier gibt es sogar Playtime Cash. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Whoa. Und ich bin wieder in der Höhle drin. Okay, 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 okay. Aha. Aha. Und wo finde ich Strom? Ach, es geht sogar runter. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Ich meine, von hier bin ich gekommen. Hier ist alles kaputt. Und hier geht's nicht hoch, aber hier drüben muss ich irgendwie hin. Mysteriös. Mysteriös. Ah. Alright. Kann ich das von hier sehen? Nee. Aber ich brauche beide irgendwie, ne? Aha. Aha. Wenn ich das hier berühre, geht es eigentlich auch mit dem? Ja. Gut, sonst wird es ja keinen Sinn ergeben. So. Wahrscheinlich muss ich da vorne dann von vorne anfangen. Okay, warte mal. Ich muss dann loslassen anscheinend. So rum. So rüber. Loslassen. Hier hin lang. Hier rüber. Oh, wegen dem Millimeter, verdammt. Schwupps. Alright. So
das war's. Huh. Schwupps. Und we did it, boys and girls. The Office. Schlüssel. Stella stand da eben gerade, ne? Stella Gray? Und eine VHS ist irgendwo hier. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know you're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graper, we deserve a better explanation than that, don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Das war wieder so eine verstörende, ne? Oh, Schlüssel. Gut. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Thanks. Now, can you give me some red? More red, please. Out? You're hiding more red from me. Give it here! All right. Süchtig nach Rot. Ha, wo bin ich jetzt? In irgendeinem Verwaltungsbüro, ne? Komm ich da rein? Ja. Ey, ohne die Pistole ist super dark. Auf jeden Fall ein guter Taschenlampenersatz. Warum man die mir immer wieder wegnimmt, keine Ahnung. Taschenlampen sind hier strengstens verboten. Boah, boah. Huff. Stell dir mal vor, das Ding wäre entflammbar. Wir mal dieses Baby. Besser. Komme ich an die ran? Ist auch Strom. Boah, ich sehe halt einfach gar nichts, ne? Wenn ich hier durchlangen könnte. Kann es sein, dass wir hier langsam verrecken?
Irgendwie wird die Sicht immer schlimmer gefühlt. Hier ist noch eins. Okay, hier ist ganz viel zum Ankrapschen. Aber ich brauche eine Batterie. Ohne Batterie wird das nichts. Ist da Strom drauf? Nö. Was ist hier mit? Muss ich auch mit irgendwas verbinden? Keiner dieser Dinge hat Strom. Ah, hier ist ein Loch in der Wand. Oh. So, jetzt hat das Ding hier Strom. Moment, ich muss hier alle irgendwie so zack, zack, zack hintereinander, oder was? Ah, hier ist der Charge. Okay, ich verstehe. So, warte mal. So, gib mir nochmal das Ding. So. 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 Das reicht aber nicht für beide. Kann ich hier hin? Ah, doch, es reicht. Oh, Luft. Doch, die kann man nicht mitnehmen. Ist gar keine mehr drin. Okay. Das ist nicht so gut. Nö. So, hier brauche ich eine Batterie. Das sieht nach einem großen, großen Rätselraum aus. Was ist das hier für ein Ding? Ah, hier kann ich mich rumkatapultieren. Kann ich das bewegen? Das kann ich nicht bewegen. Er kann da nicht hinschießen. Kann es jetzt bewegen? Ja. So, dann hier. Alright. Alrighty right. Ah, okay, jetzt gehen. Ich dachte schon, hä? Moment, mal. Oh, ist das blöd. Ich glaube, ich muss mehr ran. Ah, ich dachte, ich könnte hier hochspringen. Das wäre natürlich jetzt nice gewesen. Fliege ich drüber. So. Aha. Soll ich das da runterwerfen? Wo ist das Ding hingeflogen?
Och nö, jetzt sag nicht, das ist verglitscht. Das wäre jetzt nämlich gar nicht cool. Da ist nix. Nö, jetzt bitte nicht. Ah, sie liegt da oben. Oh, das wäre richtig ekelhaft gewesen. Das wäre richtig, richtig widerlich gewesen. So, wahrscheinlich erstmal hier hin. Kann ich sie zerstampfen lassen? Leider nein. Ergibt zwar null Sinn, ne? Normalerweise müsste sowas gehen. Oh, jetzt. Als ob. Oh, komm schon. Ja, ja, ich dachte schon. Ich dachte wirklich jetzt, das muss hier in diesen Schacht fallen, damit es funktioniert. So, die andere noch. Hä, wo ist die andere jetzt hin? What? Wo ist die andere Batterie? Ey, die Batterien machen mich gerade richtig fertig. Die machen mich gerade richtig fertig, du. Oh, jetzt ist sie da reingeglitscht. Schon wieder? Warum lässt ihr die denn los? Einfach so. Ich habe nichts gedrückt. Hä? Wollt ihr mich... verarschen? Ah. Ha, 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 ha. Ah, ich verstehe. So. Flup, 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 flup. Jetzt kann die wahrscheinlich erst da rein, ne? Oh! What? Ich war ernst. Ich habe irgendwelche Batteriefluche jetzt gegen Ende des Spiels. Jetzt ist sie wieder hier. Ich wieder. Oh, das ist auch nicht so leicht, wie man denken mag. Jetzt sag nicht, ich bin. Eben habe ich es doch auch geschafft. Jetzt bin ich zu schwer mit der Batterie oder sowas Doofes. Warum geht die Batterie da nicht rein? Warum geht das nicht? Ich muss doch da rein. Ich brauche doch zwei Stück. Warte mal. Jetzt sehe ich was.
Jetzt muss es gehen. Ich habe mich gesehen. Ich hab das... Ich brauche die Batterie gar nicht. Oh Gott. Na gut. Na gut. Unangenehm. Du siehst einfach nichts. Du siehst einfach nichts. Irgendwas Spannendes hier drin. Also wenn es hier Zettel... Wow, Gott! Oh mein Gott! Ich sag nicht, die Gasmaske ist kaputt und ich hab den nächsten Supertrip. Boah, hab ich mich eben erschrocken. To end this? Do you even know what's real? Woher hat die Katze meine Nummer? Aber ja, ich will gehen. Ich will nur noch gehen. Ich bin sowas von fertig. Ich will raus und frische Luft, echter Himmel, Sonnenschein, all den Kram. Gib
Ja, irgendwas lief gewaltig schief. Ob das jetzt hier auch der letzte Teil ist von Poppy Playtime? '95. '96. Mehrfach das ganze Playhouse abgesucht, weil ich dachte, okay, Playhouse fehlt, da muss irgendwas sein, aber hier oben ist noch ein Ding. Weil es hier so super dark ist, habe ich halt auch super viel rumgesucht, nichts gefunden. Und wenn du halt bei den anderen Gebäuden bist oder hier unten bist, siehst du auch nicht, dass da oben eine Lichtquelle ist. Also es fällt dir erstmal gar nicht so deutlich auf. Aber dann kam die Erleuchtung. Ist natürlich völlig woanders. Oh, ich dachte, das Ding zieht sich jetzt zurück. Ah! Es ist weg. Playhouse, School. Ach, das war die Schule noch. Jetzt kann ich es nochmal holen. Geil. Wo war das? Schon wieder total verwirrt. Wo habe ich hier Erleuchtung gefunden? Irgendwo da hinten. Ja. Hat er das nicht reingesteckt? Und das Ding zieht sich direkt wieder zurück. Weil wir haben ja Schule und Playhouse irgendwie aneinander gekoppelt. Wir sind ja aus dem Playhouse raus. Und in die Schule hinein. Da gibt das schon irgendwie Sinn. Aber in dem Moment habe ich das halt. So, Schule. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone, so we can get out of here. It's the door by the cable car you arrived on. Good luck. Und nochmal wie so ein Biber die Gegend abgesucht und gedacht, hä? Wo? Verdammt, wo soll da was sein? Wo muss ich hin? Ich muss irgendwie in diese Tür da hinten rein. Aber weil es hier so dunkel ist, findest du den Weg nicht. Und es gibt ja überall so ein paar beleuchtete Spots. Und ich war total verwirrt und bin eben echt 10 Minuten im verdammten Kreis rumgelaufen. Weil ich mir nur gedacht habe, wo bitte schön ist diese Tür, wo ich überhaupt hier in das ganze Ding reingekommen bin. Ich werde hier nie wieder lebend rauskommen, so viel ist sicher. Können wir jetzt mal endlich wieder ein bisschen Licht machen? Das wäre echt nice. Hey, Kätzchen. Hey, 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 hey! Und was mache ich jetzt? Ich schon mal nicht da rein, ich bin tot. Wow. Das hat ja hervorragend funktioniert. Steh auf. Okay, Kätzchen kommt und ich mache... What? Nee. Nee, ihr Schweine. Alter, ist das räudig. Alter, ist das super, super räudig. Uff. Geile Checkpoint-Politik. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone, so we can get out of here. It's the door by the cable car you arrived on. Good luck. Ist das der offizielle Weg? Ach, du siehst halt nichts. Wo stecke ich denn jetzt? Dass es hier nicht nochmal speichert. Oder? Ich meine ganz im Ernst. Aber warte mal, bevor ich jetzt die Batterie da rein buttere oder nicht rein buttere, wo würde ich denn hingehen?
Huh. Hier drüben vielleicht der Aufzug. Ja, er kriegt Strom. Alter, das Vieh ist absolut widerlich. Igitt. Igitt. Schaut euch das an. Ich hoffe, das Spiel speichert jetzt, dass ich nicht wieder in einem anderen Level lande, wenn ich jetzt irgendwie auf die Fresse bekomme. Er lädt schon mal, aber speichert ja auch. Das ist halt wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, bis jetzt wurde hier noch nicht gespeichert, ne? Gibt's irgendwo eine Kassette? Wirk. Sei vorsichtig. Ich würde gerne die Kassette finden. Ah! Yes, Prototyp. 24459. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Aha. Oh, das Vieh hat dazugelernt. Aber kann ich da auch welche reinmachen? Nee. Was bringt mir das hier? Hm. Hier brauchen wir auch noch Strom. Okay. Gut. Was hat das jetzt gebracht? Es geht hier hin. Okay, gehen wir mal hier durch. Ne, hier kann ich nicht durch. Wahrscheinlich wird es irgendein Bossfight und ich muss irgendwelche Spezialbatterien finden. Okay, ich kann hier lang.
bin ich hier große Runde gegangen. Hier bin ich reingekommen. Das geht hier nach oben. Aber was hat das für einen Sinn? Ah. Ha. Ha. Warte einen Moment. Ja, und jetzt? Jetzt kommt da auch Dampf raus. Ach, da kann's rein. Dann kann ich sie damit abhalten? Okay, warte. Ich glaube, mit dem Dampf verjage ich sie. Und dann nehme ich mir nach und nach aber Möglichkeiten, Sachen einzusetzen. Was ist jetzt los? Ach, jetzt muss ich weitermachen. Jetzt brauche ich die nächste Batterie. Wow! Oh mein Gott. Ich sagte, wir sollten in Bewegung bleiben. Steh auf. Ich dachte, ich kann die mit dem Dampf oder so stoppen. Also. Ich muss die wahrscheinlich irgendwie mit diesem Dampf... richtig kaputt machen. Und dazu brauche ich eigentlich nur das hier. So. 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 Okay, sie will eine Battery. Geben wir ihr eine. Boah, da drüben rennt das Vieh rum. Boah. Wo ist es denn jetzt? Oh nein, es ist hier. Muss ich hier hin? Dann dampfe ich es weg, oder wie? Wenn es hier kommt, muss ich es aufziehen. Hier hin. Und dahin. Boah. Wie werde ich es hier los? Moment, oh nein. Ah, es schreit. Nice. Ey, was? Nein! Oh mein Gott. Ist es weg? Ah, ba. Alter, das Ding ist ja widerlich creepy. Alright.
Nein! Oh mein Gott! Na! Es ist weg. Es rennt hier rum. Es will hier hin. Friss! Oh nö! Ich habe eh nur noch das hier. Wie regel ich das jetzt? Oh, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist er nicht. Hier ist er. Hier ist er nicht. Null. Oh, Alter, burn in hell. Jo, ich glaube, das Vieh ist tot. Ich glaube, das Vieh ist tot. Das sehen wir wahrscheinlich nie, nie wieder. Und ich bin echt froh darüber. So, und jetzt die Batterie da rein, ha? Huh? Das hat auf jeden Fall schon mal gespeichert. Das finde ich sehr, sehr gut. Nein? Die Batterien nicht da rein? Offline. Ja, was mache ich da mit der Riesenbatterie für? Was habe ich das Ding? Okay, jetzt geht's. No signal. Do you want? Ach, jetzt geht's. Endlich wieder Licht, dass ich das noch erleben darf. Was macht er jetzt? Good, you're here. And you've done ja. It again. The impossible. Just like ja. I knew you would. Catnap's gone.
The red smoke is diverted. Everything is falling into place, thanks to you. But if we're to keep going, then you deserve to have the truth. You came back because of your co-workers. You want to know what happened, and why. This is your answer. We called it the Hour of Joy. Hearing every moment of it. It went on so long, so agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die. For this. For everything. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you! Wir haben also jeden abgemetzelt und gegessen. We need to be cautious. There's something. What? What are you doing? This is. No! We're coming! Just hold on! Come on, go faster! Cassie! Ich glaube, Cassie hat's nicht geschafft. Jetzt, das war das Ende? Nein. Das kann doch nicht das Ende gewesen sein. What? Das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Never. Geht da oben ab? Ich will's wissen. Ich dachte, ich fetz mich jetzt mit dem Prototypen.
Gib dem richtig dick auf die Schnauze und klär das Ganze ein für alle Mal. Ja, aber ich... Das ergibt ja immer noch keinen Sinn. Ich meine, ich bin ja wieder zurück in die Firma. Hatte ich da gerade einen Tag frei? Als Einziger? Tja, das war also Kapitel 3. Da kommt nichts mehr. Nö. Fertig. Ende. Durchgespielt. War schon geil. Also ich hatte wirklich meine Freude damit. Ich fand's cool. Aber ich will wissen, wie es weitergeht, ne? Und jetzt heißt es halt wieder warten. Anscheinend gibt es dann wohl doch noch ein Kapitel 4. Ist Kissy tot? Ist sie nicht tot? Was hat der Prototype noch für ein Ass im Ärmel? Was erwartet uns da unten? Es geht auch immer tiefer in die Tiefe. Irre. Wer hat das gebaut? Menschen bestimmt nicht. Also das baust du ja nicht einfach mal so innerhalb von 10 Jahren. Ja? Das ist ja wirklich ein Monument. Tja, viele Fragen sind offen. Wer bin ich wirklich? Wirklich nur ein normaler Angestellter? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, vielleicht beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Hashtag Katzenliebe. Ganz am Ende. Hashtag Katzenliebe. Bin gespannt, wer es alles in die Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...